Du Nichts bist kann hier. schlimmer sein als das, was wir gerade bei Sebastian gesehen haben. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek. Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Weißt du, wieso diese Höhle gemieden wird? Es ist lächerlich. Den Gerüchten nach treibt die Höhle Menschen in den Wahnsinn. Aber ich konnte keine Berichte von Leuten finden, die dort drin gewesen waren. Also ist es entweder ein Gerücht, oder alle, die die Höhle betreten hatten, konnten danach nicht davon berichten. Aha. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Ob man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Ich habe schon auf tausende Mondsteine geblickt. Und bin auch schon verrückt. Finden wir den Mondstein. Rebellion, du glaubst die Gerüchte über die Höhle noch nicht, oder? Wir finden nee. Es wohl heraus, was? Mal Rebellion übergesetzt. Hoppla. Ach, Spinnen. Was gibt's hier in der Sackgasse? Hucklumpsaft. Ein paar Münzen. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Ziemlich hell, diese Höhle. Dafür, dass sie die Mondsteine teilt. Wahnsinnig geworden. Ach, der hat so einen Kaukohl bei sich. Der wurde von Kaukohl gebissen. Ja. Oh. Fupa. Wie bitte? Könnten wir brauchen. So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Aha. Wir sollten uns mal einen von einfangen. Vielleicht kann man Sebastian einen zum Geburtstag schenken. Der Mondstein hier ist und die Fupa auch, dass er geschützt wird. Rebellion. Okay. Warum bin ich nicht überrascht? Erst die Fupa und jetzt das. Ein Rätselraum. Rebellion. Ein bisschen Kleingeld. Aha. Ich denke, wir sollten Motten finden.
Erstmal müssen wir die Tür öffnen. Okay. Also hier. Und dann hier. Hexen, Puppen. Okay. So, dann haben wir hier das Ding und das Ding. Noch eine Motze. Vielleicht helfen uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Exakt. So, das öffnet sich mit... Drehgestirn und... Kräusel. Lumos. Ja, so geht's auch. Ja. Finden wir bestimmt noch ein Hindernis. Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Lumos! Papi? Lumos. Wozu hast du gerade Lumos eingesetzt, wenn du die Matte nicht mitnimmst? Okay, geh mal zum Weg. Episch. Hi Merlin, es ist wunderschön. Oh, dann brauchen wir die vier Motten. Das ist das Problem. Lumos. Ich hoffe, wir kommen da noch rüber. Lumos. Natürlich nicht. Gibt's am Blätter? Lumos. Das ist auch schon gestorben. Sumpfkratzler Zunge. Wow. Was war dieses Geräusch?
Sieh mal, dort wo das Wasser brodelt. Seltsam. Schauen wir uns das näher an. Eine Kiste, wie es ausschaut. Ganz deiner Meinung. Natürlich. Ich muss mal dringend nach Hogsmeade. Ab geht's. Ach so, hab verstanden. Au. Bei Merlin. Aus der Nähe ist es noch schöner. Wir sind hier gelandet. Bin ganz sicher. Wie kommen wir hier wieder raus? Aus dem Wasser. Bei dem, was Rupa anrichten können, hätte ich nie gedacht. Ich freue, so viele zu sehen. Ich weiß nicht. Ich höre ihnen jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Sehr lustig. Ich dachte, dass das Gerät die Bilder noch nicht. Das ist mit Gärtnerarbeit. Berichten. Wir haben ihn. Als würde man die. Stein. So, wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Ich will noch einen Fuber fangen. Müsste doch irgendwo noch im Flughafen fliegen. Oder nicht? Kein Tierwesen im Visier. Aber ist das schade. Da sprich mit Poppy. War ich schon auf halbem Weg runter. Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Wir können ja eh nichts fangen. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Ich bin gespannt. Was es auch ist, es hat besser mit Schnatzern zu tun. Was das betrifft, rennt uns die Zeit davon, oder? Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Ach ja, Poppy, die ist eine... Die ist eine sehr gute. Okay, wie kommen wir da jetzt am dümmsten rüber? Okay, fliegen können wir nicht. Auf die Fresse fliegen können wir. Übrigens, wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Ein bisschen Wand kraxeln.
Da sind wir schon. Ich denke, so. Ich kann ziemlich sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Ja, ich komme da rein. Schnatzer können wir nicht zufällig fangen. Ein Mondkalb. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Was sonst so? Obwohl so er dieses Mondstein Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist das Muster, das sie auf dem Boden hinterließen, normal? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal gesehen? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich... Ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Bei Merlin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Nach dem, was ich gesehen habe, tust du genau das. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Das kann ich nur erwidern. Wie war es, in einer Wildererfamilie aufzuwachsen? Ich erinnere mich vor allem, dass wir ständig umhergezogen sind. Immer der nächsten Trophäe hinterher. Es war chaotisch und gefährlich und keine richtige Umgebung für ein Kind. Wissen deine Eltern, was du jetzt tust? Zum Beispiel diesen Drachen aus dem Kampfring zu retten? Wir sprechen nicht miteinander. Zumindest sprechen sie nicht mit mir. Zuletzt waren sie in Borneo, um dort ihr Glück mit Akromantulas zu versuchen. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn sie davon erfahren haben. Manchmal wünschte ich, dass dem so ist. Jetzt, da ich älter bin, würde ich gerne mit ihnen reden. Sie zur Vernunft bringen. Aber ich befürchte leider, das würde auch nichts helfen. Da waren so viele Wilderer im Zelt. Warst du nicht besorgt, dass dich jemand erkennen könnte? Wilderer sind Nomaden. Und die meisten in diesem Gebiet haben mich noch nie gesehen. Aber irgendeiner von ihnen muss mich ja erkannt haben. So sind sie auf Oma gekommen. Mhm. Ja, ich wollte sie eigentlich nicht so ausfragen, so ausquetschen. Aber es ist interessant zu hören. Gut, dass du es mir gesagt hast. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Auf jeden. Ich stand schon richtig. Ich müsste mich nur umdrehen. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so.
Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Fritz ist dann im Pub. Na gut, ich bin jederzeit bereit zu gehen. Sebastian der Krypta, ja genau. Das machen wir jetzt. Mach's gut, Poppy. Bis gleich. Dann bestimmt noch einige Beziehungsquests mit Poppy. Jetzt will ich erstmal Sebastian Windel weich zaubern. Was war das? Oh. Schnee in Hogwarts. Ach, diese Bugs. Noch ist Winter, noch ist Weihnachten. Bisher war die Quest ja nicht so weihnachtlich. Vor allem jetzt mit Sebastian. Lass mal das Spiel ein bisschen laden. Mein lieber Scholli. Das lief doch die letzten Minuten so gut. Jetzt haben wir hier wieder 2 FPS, die ja schon. Wow. Und 2 Tannenbäume. Wunderhübsch. Ich hätte mal fantastisch dekoriert. Haben wir hier noch gar nicht. Jetzt gibt's auch das Maul, Sebastian. Sie hat euren Onkel begraben. Allein. Ich tat es für sie. Nicht der Mann, aber. Sehen, was passiert. Wir werden uns nachdenken, Sebastian. Bombarda! Mich ausliefern? Bombarda! Stirb! Womit habe ich das verdient? Das fragst du noch. Sebastian. Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich Nein! Weiß. Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Sebastian. Du weißt es nicht? Oh doch, Anne hat niemanden. Ich bedauere alles, was ich getan habe. Ich weiß, es war falsch. Ich hoffe nur, dass sie mir verzeihen kann. Dass mir alle verzeihen. Du weißt, dass es falsch ist. Egal, wie es jetzt weitergeht. Ich bin froh, dich zu kennen. Arme Sebastian. Thank you.
Eine Katastrophe. Unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Wir haben keine Wahl. Du hast recht. Du hattest die ganze Zeit recht. Ich wünschte, es wäre anders. Wenn wir das tun, sehen wir Sebastian nie wieder. Das ist mir klar, aber es ist das Richtige. Er hat seinen Onkel getötet. Die ganze Zeit haben wir seine Taten gerechtfertigt. Aber er ist zu weit gegangen. Das muss aufhören. Alles klar. Überlass das mir. Ich sag's dem Schulleiter. Also bis bald. Ich melde mich. Was auch vor uns liegt. Ach, wir müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich. Sebastian. Ah, hier haben wir noch eine Sidequest in den Niflau. Haben wir noch nicht beendet. Das wird spaßig. Jetzt, wo wir die Münzen nicht mehr haben. Oh Mann. Sebastian werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr kommen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Oh. Ein Hausmarker. Nummer 3, glaube ich, inzwischen. Wir sollten mal zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Kleiner nächtlicher Spaziergang. Vielleicht kommen wir auch mal bei der großen Halle vorbei. Oh wei. Ja, wenigstens konnten wir Sebastian jetzt ausliefern. Das ist echt. Sebastian auf freiem Fuß lassen, nachdem er seinen Onkel getötet hat. Also. Ein Wilderer umbringen, das ist, ja. Tut mir auch schrecklich leid, aber es ist sein eigener Onkel. Da würde ich ja freiwillig nach Azkaban gehen. Hm.
Die haben die Scheiße viel zu lange mitgemacht. Mit Sebastian. Wir hätten den schon viel früher verraten müssen. Gewisse Mitschuld tragen wir ja auch irgendwie mit dabei. Was haben wir denn so im Inventar? Ach, eine Hogsmeade wollte ich noch. Das können wir auch noch machen. Ah, zwei Demigeist-Mode können wir auch gleich mal abgeben. Drei Hausmarken. Oh, Talentpunkte. Wenn ich jetzt wandern. Mehr erwartet wieder mal verstärkt. Großhalle bei Nacht. Schade, dass wir nicht auf den Tisch langlaufen können. Westlichsten Zwischenbitte. Ich würde nur kurz mal reinschauen. Müssen wir mal kurz bei dem Hausmeister vorbeischauen. Dann gehen wir nochmal in Hufflepuff-Gemeinschaftsraum und dann auch Hogsmeade zurückverkaufen. In der Reihenfolge. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Wunderbar, wirklich. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie besser alle Humore zaubern. Wir haben es bald. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen noch mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. Einmal die Aufträge. Oh! Ein Demigeist-Mond müssen wir noch finden. Vielleicht finden wir unterwegs irgendwo einen. Den Professor Fix-Büro haben wir, glaube ich, schon. Würde mich stark wundern. Demigeist, wie wohnen die hier? Bin mal eher rein zufällig. Erstmal einen kleinen Snack. Nach dem Schreck. Oh Gott, ich hab grad wirklich Snack auf Schreck gereimt. Das ist ein fantastischer Tannenbaum. Hm,
Ach, da war die Flugflamme. Die Herausforderung mit daedalischen Schlüsseln läuft gut. Ja. Das haben wir auch bald abgeschlossen.